Wie gefährlich sind Tattoos denn jetzt wirklich? Und was ist die risikoärmste Tinte? Guten Morgen. Ich liebäugel ja schon lange mit einem Tattoo. Aber immer wieder frage ich mich, wie gesundheitlich bedenklich ist dieses Tattoo für meinen Körper? Es gibt die einen, das sind die, die meist Tattoos haben, die sagen, das ist alles Panikmache. Und dann gibt es die anderen, die meist ohne Tattoos, die meinen, das sei ein Körperschaden. Heute erfährst du wertfrei und objektiv von jemandem, der wirklich interessiert ist, sich ein Tattoo stechen zu lassen, den aktuellen Wissensstand. Von mir für dich zusammengetragen. Wenn du meine Arbeit unterstützen möchtest, kannst du das gerne immer über Patreon tun, auch über Daumen oder das Teilen der Videos. Vielen Dank. Es geht los. Die Forschungsstelle der Europäischen Kommission bestätigt, dass das Stechen des Tattoos in 67% der Fälle direkt zu Rötungen und Schwellungen führt, die dann aber meist einfach wieder abklingen. Absolut kein Problem. Aber in 6% der Fälle kommt es zu schweren Infektionen. Infektionen ihrerseits sind ein Allergierisiko. Und wie kommt es dann konkret zur allergischen Reaktion? Das war die Frage, die ich mir dann gestellt habe. Dr. Schubert von Informationsverbund Dermatologischer Kliniken spricht von Zahlen von 6-27%. Das bedeutet, einige der von der Kommission lediglich als Rötung und Schwellung deklarierte Ergebnisse werden von dem Informationsverbund hingegen als allergische Reaktion eingestuft. Und dann gibt es noch etliche weitere Zahlen im Internet, die sich irgendwo zwischen diesen beiden Zahlen bewegen. Also nehme ich einfach mal für meine Entscheidungsfindung und vielleicht auch für euch diese Mitte von den Zahlen als Entscheidungsgrundlage. Okay, Punkt 1. Jedes 7. Mal bekommt man eine allergische Reaktion, wenn man sich tätowieren lässt. Dabei kommt es bei der Farbe Rot am häufigsten zu allergischen Reaktionen, da sehr häufig Quecksilber enthalten ist, gefolgt von Blau, Violett, Grün, Orange, Gelb und Schwarz. In den Farben finden sich oft Schwermetalle im Gegensatz zu der schwarzen Farbe und daher kommt dieses Risiko. Und diese Schwermetalle, da wie zum Beispiel Arsen, Chrom, Quecksilber, Kobalt oder Nickel, die Problematik dabei ist, diese müssen nicht angegeben werden, wenn man Tattoofarbe kauft. Warum? Weil sie unter den anzugebenden Grenzwerten sind. Die Tinte mit dem niedrigsten Allergenpotenzial ist laut Dr. Schubert eine schwarze Farbe und hört auf den Namen Carbon Black. Zumindest die Pigmentierung nennt sich Carbon Black. Das nur mal als Information direkt für die Leute, die wissen wollen, was ist die beste Tinte. So, wo man die finden kann oder so, habe ich mich jetzt erstmal nicht informiert. Weil wir kommen erstmal weiter, was Tattoos angeht. Da gibt es ein paar Sachen. Da müsste ich entmystifizieren, wo viele denken, das ist ein gesundheitliches Problem, aber es letztlich nicht ist. Und es gibt auch noch den ein oder andere, wo man halt ein Risiko kalkulieren muss. Letztlich kann ich sagen, muss jeder das für sich individuell entscheiden, anhand der Informationen. Und die Informationen, darum geht es heute in diesem Video. Und bei den Farben, welche Farbe man nimmt, muss man auch dazu sagen, es handelt sich hier um eine eher geringe Verschiebung des Allergierisikos. Es ist eine Verschiebung, es gibt die beste Farbe, die am wenigsten Allergiepotenzial hat, aber es ist jetzt kein eklatanter Unterschied, ob man eben die schlimmste Farbe nimmt, Rot, oder die am wenigsten schlimmste Carbon Black. Das auch nochmal als Information. Also es sind hier keine Welten dazwischen. Aber wer seine Risiken minimieren möchte, Carbon Black. Also gibt erstmal keine Entwarnungen. Weiterhin werden auch immer wieder Farben in den Umlauf gebracht, die unerlaubte Konservierungsstoffe benutzen. Man spricht laut dem Schweizer Gesundheitsbehörden von ca. 15% aller Tattoofarben. Qualitativ hochwertige Tattoofarben, auf die man sich dann natürlich eher stürzt, werden mittlerweile auch leider wie Parfums gefälscht und durch gesundheitlich bedenkliche Substanzen gestreckt und vermischt, so wie man das eben auch bei preiswerten Tattoos macht. So, dass wenn man in einem Tattoo-Studio das selber im guten Glauben hochwertige Markenprodukte kauft, nie wirklich sicher sein kann, was da drin ist. Auch wieder nur ein Risikofaktor. Risikofaktor, okay? Kommt das nächste. Ein ganz großer Punkt, und das war derjenige, warum ich auch das Video mache, ist, dass
viele bestimmt das Video bei Facebook gesehen haben vom WDR, wo die Lymphknoten aufgeschnitten wurden, die in der Nähe der Tattoos waren und diese von den Farbpigmenten der Tattoos gefärbt worden sind. Das WDR stellt dann im Laufe des Videos ziemlich klar, dass sie das als gesundheitliches Risiko einschätzen. Und ich finde das nicht so eindeutig und möchte darauf näher eingehen. Ich finde, dass der WDR hier einfach ziemlich populistisch unterwegs gewesen ist. Denn in einigen Situationen empfindet man eine Färbung durch extern herbeigeführte Pigmente als positiv. Da ist zum Beispiel das Beta-Carotin der Möhren, um die Hautfarbe zu entblassen. Oder das Lutein und das Zeaxanthin, um die Augen stärker strahlen zu lassen. Ich habe dazu erst vor kurzem ein Video gemacht. Wer das noch nicht gesehen hat, kann das im Anschluss an dieses Video direkt schauen. Auch hat eine starke Pigmentierung häufig Vorteile, wie das eine dunkle Hautfarbe oft vor Sonnenlicht schützt. Also Pigmente, das will ich erstmal damit sagen, sind per se nicht gesundheitsschädlich. Aber noch viel stärker möchte ich den WDR eigentlich dafür kritisieren, dass er verschweigt, dass diese Färbung der Lymphknoten sowieso erst nur dann auftritt, wenn eine zu hohe Einstichtiefe vorliegt, die mit modernen Maschinen umgangen werden kann. Da kann ich dem WDR hier nicht zustimmen, dass es per se gesundheitsschädlich sein soll, diese Pigmentierung da zuzulassen von seinen Lymphknoten, und würde das eher als neutral betrachten. Auch möchte ich, nur weil nach einer amerikanischen Studie des New Yorker Langone Medical Centers die Hälfte aller Tätowierter das Tattoo bereut, hier keine direkten gesundheitlichen Probleme hineininterpretieren. Natürlich, auf psychologischer Ebene kann man hier ganz schnell durch Reue und Schamgefühl, auch ich ärgere mich, Probleme herbeireden. Aber wenn man sowieso schon den intrinsischen Impuls hat, vergangene Entscheidungen zu bereuen und Dingen hinterher zu trauern, anstatt die Realität und ja, seine damals bewusste Wahl zu akzeptieren, dann käme diese Verhaltensweise der Reue oder der Scham auch in anderen Situationen ans Licht. Und da sehe ich hier keine direkte gesundheitliche Gefährdung durch das Tattoo. Auch dass bei einer Tattoo-Entfernung durch die sogenannten Rubinlaser, was sehr populär ist, technologisch krebserregende Stoffe entstehen, kann ich nicht als Argument gegen das Stechen eines Tattoos gelten lassen. Zumal man die Tattoos ja auch chirurgisch entfernen kann, ohne Laser. Was natürlich dann wieder das Infektionsrisiko auf den Tisch bringt. Aber letztlich möchte ich heute die Entscheidung des Tattoos machen lassen beleuchten und nicht das Entfernen. Was dann tatsächlich wieder ein Punkt ist, den man gegen das Stechen eines Tattoos ins Feld führen kann, ist die Tatsache, dass für die Krebsfrüherkennung die Haut nicht mehr so deutlich zu untersuchen ist. Die Veränderungen von Pigmentmalen sind auf tätowierter Haut eben nachweislich schwieriger zu entdecken. Und kommen wir zu einem letzten Argument, und das zieht auf die ekrinen Schweißdrüsen ab, und das finde ich schon ziemlich interessant. Sie befinden sich 3 bis 5 mm unter der Haut und genau in diese Schicht wird auch die Tattoofarbe gespritzt. Das Amla College in Michigan hat herausgefunden, dass diese ekrinen Schweißdrüsen 50% weniger Schweiß nach dem Tätowieren entwickeln, als wie die das normal tun würden. Gut, jetzt sagt der ein oder andere vielleicht, ja super, ich schwitze so viel und dann schwitze ich nicht so viel. Cool, gleich 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Aber Schwitzen ist kein unwichtiger Prozess im Körper. Und nur weil du besonders viel schwitzt, heißt das nicht, dass du irgendwie krank bist oder dass das schlecht ist. Sondern da gibt es dafür auch einen Grund, dafür, dass du viel schwitzt. Und der Körper macht das wahrscheinlich aus einem für ihn sinnvollen Grund. Und wir haben leider viel zu sehr verlernt, ganzheitlich zu denken und unseren Körper als Einheit zu betrachten. Wir denken, okay, wir schwitzen zu viel, nehmen wir ein Deo. Wir haben Schmerzen, okay, nehmen wir ein Schmerzmittel. Wir essen zu viel, okay, nehmen wir Appetitzügler. Für alles eine Pille oder ein Produkt. Ja, das ist unsere grundsätzliche Herangehensweise heutzutage. Also Tätowierungen verhindern körpereigene Ausgleichsmechanismen. Das ist schon ein gewichtiger Punkt. Und dann kommen wir eigentlich auch zum Fazit. Wirklich negativ sind 3 Dinge an dem Tattoo. Erstens die Allergiegefahr, die man halt eben dann aller 7-mal Tätowieren beziffern kann. Zweitens das Zerstören der ekrinen Schweißdrüsen oder dass sie vermindert arbeiten, 50%. Und drittens die Krebsfrüherkennung wird erschwert.
Für mich persönlich bedeutet meine Recherche, dass ich mir, trotz dessen, dass ich Tattoos richtig schön finde, kein Tattoo stechen lassen werde. Was hältst du von Tattoos? Schreib mir deine Meinung in die Kommentare und teile das Video an all diejenigen, die sich für Tattoos interessieren können. Und einfach so als Gegenpol zu den wirklich sehr einseitigen Stellungnahmen zu diesem Thema, die ich im Internet gefunden habe. Tattoos sind gefährlich oder Tattoos sind so geil, dass sie nicht mal gefährlich sein können. Das ist natürlich übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Es ist immer so diese Polarisierung bei so vielen Themen. Aber deswegen seid ihr hier auf dem Kanal War Spirit, wo ihr wirklich differenziert und versucht, objektiv eine Meinung vorfindet, nach bestem Wissen und Gewissen. Danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns übermorgen wieder zum nächsten Video. Dein Samuel.